in Bad Reichenhall gibt es den Lockdown schon seit über einer Woche, aber mit dem großen Unterschied, dass dort eben auch Kitas und Schulen geschlossen sind. Und deswegen kommt es zu diesen Bildern, die wir gerade sehen, die eigentlich an ein Trauermeer von Kerzen erinnert. Ja, aber das haben Eltern und Schüler dort abgelegt, um eben zu zeigen, dass die Kinder unbedingt wieder in die Schulen wollen. Sie haben dort Teddys abgelegt, Kerzen, Schilder aufgestellt und haben von Anfang an demonstriert gegen diese Maßnahme, dass eben auch Schulen und Kitas geschlossen werden. Und eine Mutter, die genau davon betroffen ist, ist mir jetzt live zugeschaltet. Das ist Christina Hilton. Sie ist alleinerziehend, hat zwei Kinder und wohnt eben in Bad Reichenhall. Guten Abend, Frau Hilton. Guten Abend. Ja, jetzt ist es die zweite Woche im totalen Lockdown. Wie geht es Ihnen jetzt damit? Man gewöhnt sich an alles, sage ich mal, aber es ist sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen halt für die Kinder. Und das ist das Problem, warum eben auch, wie Sie dort gesehen haben, am Landratsamt die Eltern jetzt aufstehen, um für die Kinder zu sprechen. Weil die leiden am meisten darunter. Auch meine. Jetzt gab es ja gestern die Entscheidung, dass bundesweit der Lockdown ab dem 2. November kommen soll. Wie reagieren die Menschen bei Ihnen in dem Ort? Vielleicht auch gerade die Betriebe, die besonders betroffen sind, also Gastronome, ja, Kneipiers, wie reagieren die dort? Anders als wie beim ersten Lockdown kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, wird hier einiges noch passieren. Die Berchtesgadener stehen auf und ich denke mal, das, was am Landratsamt jetzt gewesen ist, ist erst der Anfang. Vielleicht können Sie noch ein bisschen näher Einblick geben, wie es bei Ihnen aktuell aussieht. Die Kitas sind ja geschlossen, Schulen sind geschlossen, Sie haben aber zwei Kinder. Jetzt weiß ich, dass Sie eine Notbetreuung haben. Wie geht es Ihnen damit? Erklären Sie es mal ein bisschen. Es ist gut, dass die Kinder Notbetreuung sind, zwar nur bis 14 Uhr, freitags halt bis 13 Uhr. Macht es trotzdem schwierig. Dann gibt es von Kultusministerium jetzt ein System für den Distanzunterricht, wo ich aber denke, dass viele Lehrkräfte den willkürlich ausnutzen, wodurch meine Große auch große Probleme hatte, wo den Kindern zum Beispiel gesagt werden, wenn sie den Aufgaben nicht nachkommen, müssen sie sogar ins Kinderheim. Ich bin sprachlos gewesen, meine Tochter hat geweint gehabt, hat zwei Tage Albträume gehabt und das sind Dinge, kann ich nicht nachvollziehen und das ist einfach nur aufgrund dessen, die ganze Situation. Und kann ich nicht nachvollziehen. Ganz konkret nochmal nachgefragt, reicht diese Notbetreuung aus? Nein. Was müsste Ihrer Meinung nach jetzt passieren? Dass die Schule jetzt wieder geöffnet ist nach den Ferien und dass alles seinen normalen Gang geht. Ansonsten weiß ich nicht, wie das weiter funktionieren soll. Gerade wir sind berufstätig, wir müssen arbeiten gehen. Ich muss aber in dem Moment eben auch für meine Kinder da sein. Ich habe eine Aufsichtspflicht meinen Kindern gegenüber, lasse ich die alleine, komme ich meiner Aufsichtspflicht nicht nach. Und das ist halt das große Problem, dass man als Mutter in dem Moment immer zwischen den Fronten steht. Wie lange halten Sie das denn jetzt noch durch, Ihre persönliche Einschätzung? Die Woche, dann wieder Herbstferien und danach ist für mich Sense. Also noch mehr würde ich nicht schaffen und meine Kinder auch nicht, definitiv nicht. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.